Herzlich willkommen zurück zu Anno 2205 und dem neuesten DLC, der Tundra. Ich habe nebenbei nochmal ein bisschen Iridium, ist auch nicht viel von übrig geblieben. Und ich habe Strom nochmal ein bisschen nachgebaut gehabt, damit wir doch mal ein bisschen in der Tundra ausbauen können. Objektprofil wird aktualisiert. So, ich weiß jetzt zwar gerade nicht mehr, wofür wir den Strom eigentlich brauchten, aber wir können auf jeden Fall das Kraftwerk, denke ich, abreißen. So, mal ein bisschen jetzt hier schauen. Ausbauen könnten wir ein bisschen. Das ganze Thema hier werden wir einfach mal nach oben setzen. Huch. In 14 Minuten sollen wir das halten. Verstanden. Das können wir eigentlich nebenbei auch mal machen. Da brauchen wir nur Strom für. Die Pumpen tun ihre Arbeit. Hier oben ist, glaube ich, auch noch eine. Ja, da brauchen wir 200 Iridium für. Die haben wir leider aktuell nicht. Wir sind unterbesetzt. Ich dachte, sie hätten genug davon. Was kann man denn hier überhaupt noch verkaufen bei der? Obwohl, Geld spielt ja keine Rolle, aber nichts Prickelndes. Es ist genug Zeit, das zu... Volle Kraft voraus. Oh, lande dabei noch, genau. Im Gange. So, dann holen wir uns das Paket volle noch. Volle Kraft voraus. Sollen das nicht vier sein? Sind unterwegs. Ach da. Sind unterwegs. Ich habe das fast gar nicht gesehen. Im Gange. So, dann werden wir die jetzt mal eben wegbringen. Bauen wir hier am klügsten aus. Das ist alles nicht so einfach. Hier oben vielleicht. Hier könnte man ordentlich bauen. So. Genau so macht man das. Jo. Na, das funktioniert doch. So, dann können wir hier auch noch ein paar hinbauen. Das machen wir so. Mm.
Da setzen wir die Straße, denke ich, einfach ran. Oder kriegen wir da eins zwischen? Da passt sogar eins dazwischen. Das werden wir trotz alledem so machen. So, Gemeindezentrum. Selbstverständlich. Wollen Sie... Na, das sieht doch ein bisschen besser aus. So, mal ein bisschen beobachten. Oh, minus 39 Vitamindrinks. Ach. Ist ja auch kein Wunder. Wenn dann die Straßenanbindung fehlt. Neue Baupläne verfügbar. Ja, irgendwie müsste ich das mal besser platzieren. Ob das passt? Tatsache. Dann machen wir da einfach eine Straßenverbindung. Naja, das haben wir ja auch gleich geschafft. Die Genehmigung läuft bald ab. Ich werde jemanden dran setzen. Dann können wir auf jeden Fall hier erstmal noch ein bisschen ausbauen. So, wie sieht's aus? Konservennahrung müssen wir nochmal anziehen. Die können wir eigentlich komplett mal ein bisschen anziehen. Die ganze Ecke werden wir hier auch noch rausnehmen. Können wir eigentlich auch jetzt machen. Hauptsache raus aus der Ecke damit. So. Dann die Fabrik auch noch raus. Das ist alles Bauland hier. So. Machen wir das hier nämlich auch nochmal. Output von Transferrouten. Den ollen Windpark brauchen wir doch eh nicht mehr. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. So. Warnung. Einstellen weiterer Arbeitskräfte empfohlen. Wir haben noch genug.
So, kommt hier noch eine Straße lang. Ich habe so das Gefühl, wenn man die mitten reinbaut, bringt das mehr. Oh, da fehlt eine komplette Straßenanbindung. Da oben ist keine. Ah ja, und hier ist keine. Dann kann man da doch nichts dazwischen setzen. So. Wie viele haben wir jetzt? Wir sind jetzt bei... Blind? Nur gesamt so rund 11.000. Das sieht alles doch gut aus. Mondnahrung brauchen wir nicht. Ja gut, Konservennahrung ziehen wir dann nochmal eine ganze Ecke an. Und die Stimulanzien auch gleich. Ja, so langsam wächst es. Wenn das hier denn auch nochmal fertig wird, dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Ja, da brauchen wir noch Iridium. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Aber gerne doch. Bist du bereit für eine kleine Meine Vorgesetzte... Hi. Es ist etwas großartig. Ah ja. Finden Sie Kisten an Land. Wo haben wir sie? Eins, zwei... Sie haben ein Händchen für neue Technologien. Oh, 199. Hätten wir wenigstens ein abschließen können. Wie viel haben wir eigentlich vom Biokatalyst? 2 nur. Moos haben wir auch nur 2. Machen wir das doch ganz einfach. Oh, dieser blöde Stein. Ernsthaft. Ich könnte ihn erwürgen. Dann setzen wir das ganze Thema einfach tiefer. Die Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. So? Man muss sich nur zu helfen wissen. Output von Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Oha, Biokatalyst haben wir jetzt 26 minus. Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Okay.
So, sollte wieder passen. Gut gemacht. Ich habe keine Ahnung, warum Howard ein Problem mit ihnen hat.